Hallo, ihr süßen Puppies. Willkommen zur ersten Dschungel-Nachlese 2017 mit der Herrin Deluxe und der Jurassic Parker. Hallo. Hallo. Heute sind alle Real Queens aus Köln sind da. Warte mal, wo sind die denn jetzt? Hallo. Hallo. Guck mal, wo sind die denn? Da. Noch höher. Es ging um Kacke. Das hat mich sehr gefreut. Stimmt. Erst war psychologische Kacke. Dieser Markus. Ganz schlimm. Der Markus ist, ja. Ist der Dicke von genau. Die dreisten drei. Genau. Der nervt. Stark. Weil der hat so was Altkluges, Kleinkariert, Klugscheißerisches. Er ist Klugscheißer. Ich finde den unerträglich. Und ich glaube, es ist eine Klemmschwester. So, und dann ging es um Kacke, weil er hat nämlich der Botox-Mensch, dieser Operierte, hat gesagt, er geht mal ein bisschen Urin wegbringen oder irgendwie so. Und da hat dann... Ja. Eine Tasche Urin. Und dann hat die Gloria von Turn und Taxis, das ist hier, wie heißt sie in echt? Fräulein Menken. Die sieht aus wie Gloria von Turn und Taxis in verrottet. Und die hat dann gesagt, sie hätte auch nichts gegen was Braunes. Oder irgendwie so. Ja, genau. Braun wird ihr nichts ausmachen. Und dann ging es um Kacke an sich. Und dann hat die Kadalot gesagt, dass sie sich niemals ihre Wurst im Klo anguckt. Nein. Und dass sie dann kotzen müsste. Das ist eklig. Guckst du dir deine Kacke an? Ab und zu. Ich gucke mir die jeden Tag an. Jeden Tag? Ja, weil der Tod sitzt im Darm. Ja, das und, hat sie ja auch gesagt. Ja, und ich finde, man sollte sich immer angucken, was man ausscheißt. Genau, wenn schwarz ist, ist es vorbei. laut Gloria von Donald Saxis, dann hat man nämlich innere Blutungen. Ja. Ja. Gut, soweit ist es bei mir noch nicht. Nee, bei mir. Aber ich warte täglich drauf. Aber Scheißen oder Kacke ist ja auch der Sex im Alter. Ja, das stimmt. Wenn man so eine richtig schöne dicke Wurst gemacht hat, das ist manchmal so ein richtig befriedigendes Gefühl. Ist besser als Essen. Also das sieht man zwar an Fräulein Menkes Gesicht nicht. Oh, guck mal, das ist auch schön hier. Sag mal, Herren, du twitterst heute wieder live. Ja, ich twitter live und Instagram auch. Ja, ja. Gut, und dann ganz zum Schluss stand die Wahl zwischen, also bei der letzten Dschungelprüfungsbekanntgabe war die Wahl zwischen Kadalot und Florian Weiß. Und die waren in so Bildern nebeneinander zu sehen. Wes, Entschuldigung. Und die sehen aus wie Geschwister. Die haben beide in denselben Chirurgen. Außer dass Kader noch ein bisschen Make-up. Ja gut, okay, aber das stimmt. Ich frage mich auch... Aber Gina Lisa hat auch so ein bisschen so ein Gesicht. Die haben alle das gleiche Gesicht und das verstehe ich immer gar nicht. Und die sehen alle durch diese ganzen Operationen älter aus, als sie eigentlich sind. Ach, du bist operiert. Nicht. Ach, nicht operiert. Ja, du siehst auch so wahnsinnig alt aus, Herrin. Ja. Herrin, das ist mein RTL. Das ist mein RTL. Sarah Joel. Sarah, ach genau. Die haben sich gezoppt. Völlig über das Essen. Also genau. Die einen kotzen ja ab, weil sie nichts zu essen kriegen. Ja. Und die anderen kotzen, weil sie was zu essen kriegen. Erst streiten sie sich, wer die Kartoffeln kocht. Da ging es darum, wie man die Kartoffeln kocht. Ja, weil Gina Lisa war dafür, dass man sie kocht. Genau. Und Sarah Joel... Die wollte die ins Feuer schmeißen. Ja gut, und das fand Gina Lisa nicht gut. Also das war das Battle der Doppelnah. Und dann Gina Lisa gegen Sarah Joel. Und da gab es Seeigel, die sind ja giftig. Ja. Nee. Das ist der Tintenfisch. Der Tintenfisch ist giftig, genau. Nicht der Seeigel. So, und dann haben sie sich gezofft, da hat Sarah Joel fast angefangen zu heulen, weil ihr das dann so nah auch wieder ging mit dem Kartoffeltalk. Ja, Herrin, das ist wahnsinnig langweilige Dschungelnachlese. Ja, stimmt. Was gab's denn noch? Und dann bis bald, ihr süßen Mäuse. Bye! Bye! Sharing is caring.